Ab 65 Euro Einkaufswert gab es in diesem Jahr das Set Weihnachtlicher Bauspaß. Aus 250 Steinen lassen sich verschiedene Minimodelle bauen. Für 24 gibt es eine Anleitung. Das Besondere dabei ist, dass man die gebauten Modelle immer wieder auseinander nimmt, um neues zu bauen. Es lassen sich verschiedene Tiere oder Fahrzeuge bauen, aber auch Gebäude und natürlich der Weihnachtsmann. Auch wenn es 27 Steine weniger hat als das Lebkuchenhaus aus dem vergangenen Jahr, ist es dennoch das zweitgrößte Gratisset, das Lego bisher erlangt hat.